sind wir wieder beim Freischnauze XXL und ich freue mich, dass Sie einen genauso schmächsten Charakter haben wie ich und sich dafür begeistern können, dass Sie unsere Comedians hier einen Wolf spielen. Ihr Lieben. Für unser nächstes Spiel, ihr Lieben, brauchen wir einen Stuhl, einen Täter und zwei Polizisten, die ihn zu einem Verbrechen verhören. Und ich nenne es auch liebevoll mein kleines Stasi-Spiel. Diesmal, Barbara, bist du die Täterin? Ja. Mhm. Du darfst allerdings erstmal nicht wissen, um was es geht, was du verbrochen hast. Musst du nämlich selber rausfinden. Also setz dir bitte den Kopfhörer auf und wende dich doch nochmal von uns ab. Gerne. Ja. Also das ist wirklich toll. Das ist ganz einfach. Ach, das ist der liebste, und mein schon, liebster Part ja? der Show. Bist du in deiner geschlossenen Kabine? Oliver und Mario, ihr seid die Polizisten, die Barbara verhören. Und ihr Verbrechen ist, sie hat in den Tank von Dieter Bohlens Ferrari gepinkelt. Gepinkelt? Ja. Ja. Gepinkelt? Gepinkelt. Ja. Das geht ja. Naja, das ja. ist mit Urinella geht irgendwie alle. Unter Biodiesel oder so. Ich würde sagen, das Verhör darf beginnen. Ihr nehmt ihr einfach den Kopfhörer ab und legt los. Ja. So, Fräulein, umdrehen hier zu die Leute. Ja, es gibt da gewisse Anschuldigungen gegen Sie, Frau Schöneberger. Vielleicht kriegen wir die Sache auch schnell vom Tisch, ich weiß es nicht. Erstmal schämen Sie sich ein kleines bisschen? Ja gut, was heißt schämen? Ich meine, es war letztendlich so, dass auch in meinem Bekanntenkreis eine ganze Menge Leute gesagt haben, einer muss es machen, ich habe gesagt, ich mache es. Warum? Warum muss es einer machen? Warum? Warum? Wissen Sie, das können Sie vielleicht nicht verstehen. Nein. Aber wenn man über Jahrzehnte von diesem Menschen in abstrakter Art und Weise gequält wird, dann hat man einfach das Bedürfnis, ihm etwas ganz, ganz Schlimmes anzutun. Wir kommen der Sache schon verdammt nahe, Frau Schöneberger. Aber warum das gerade? Tja. Wir haben ganz lange beratschlagt und ich bin letztendlich mit voran wem? Mit anderen, die aber nichts damit Frauen zu tun oder haben. Männer? Es waren Frauen. Nur Frauen? Nur Frauen. Warum hm? Kein Mann? Es wäre einfacher gewesen. Hat er recht. Aber sehen Sie, Sie haben ja damit einen Mann getroffen und gedemütigt, der über die Jahre vielen Menschen Freude gemacht hat. Eben Schluss, aus dem einfachen Grunde, weil er Gehör und, wie sagt man, mit den Augen? Also Sicht, Augen, Sicht also Augen und Ohren beleidigt hat. Naja, bitte. Mit schlechtem Geschmack. Sicher. Mit Musik. Auch wahr. Auch das. Mit Schauspiel. Mit nein. Jetzt lenken Sie mal nicht ab. Die Art, wie er sich gekleidet hat. Das ist, die ist scheiße, keine Frage, Frau Schöneberger. Aber sagen Sie mal, wenn Sie so einen Menschen treffen wollen, dann müssen Sie doch nicht sich so was Ekliges ausdenken. Das kann man doch auch eleganter lösen. Warum gerade dieses eklige Verfahren? Das will nicht in meinen Kopf. Sie sind doch eine gut erzogene junge Frau. Also eine gut erzogene Frau. Ich jedenfalls. Bin gut erzogen, aber ich arbeite eben gerne mit Werkzeug. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, also... Werkzeug? Was für Werkzeug braucht man denn dafür? Eine Säge. Eine Säge. Verstehe. Natürlich. Entschuldigung! Wie hätten Sie es denn gemacht? Ich habe jedenfalls nicht mit einer Säge, Frau Schöneberger, das steht ich mal fest. Ich habe mit einer Säge das Grobe erledigt und bin zum Schluss noch mal mit der Nagelfeile rangegangen. Sie haben auch das Grobe gemacht. Ich habe das Grobe. Bitte. Sagen Sie, wo haben Sie ihn denn erwischt? In Deutschland oder auf Mallorca? Sagen wir mal so, also ich bin ihm gefolgt von Deutschland aus nach Mallorca und habe ihn dann dort auf dem Sprung in den Pool sozusagen von hinten mit dem Schwingschleifer zunächst einen übergezogen und ihm dann Frau Schöneberger, jetzt die weitere fantasieren Behandlung Sie. Zukommen lassen. Hören Sie auf, das ist keine Lösung, wenn Sie sich hier irgendeinen Mist ausdenken. Wie sind Sie in die Garage gekommen? Ich habe sie mit dem Schwingschleifer aufgeschweißt. Also können wir mal von dem Schwingschleifer wegkommen vielleicht? Ja, ich habe die Garage aufgemacht. Ja? Mit dem Schlüssel. Und da stand er dann? Da stand er dann vor mir. Hm. Und wie stand er denn vor ihm? Nackt. Nackt, natürlich. Nein, nicht ganz. Er hatte blaue Socken an.
Blaue Reifen meinen Sie? Reifen. Blaue Reifen. Blaue Reifen. Aha. Mit ABS, also ABS-Socken. Und das hat Sie aggressiv gemacht? Das hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht. Und da habe ich einfach mit dem Messer wie wild auf die Reifen eingestochen. Ja. Frau Schöneberger. Frau Schöneberger, ich kenne ja nicht Ihren Eigentumsbegriff, aber in diesem Fall war es klar, dass das rote Fahrzeug nicht Ihnen gehört. Denn auf der Heckklappe stand wunderbar zu lesen, Geronimo's Cadillac. Sie hätten ahnen können, dass es nicht Ihr Auto ist. Das ist richtig, aber ich dachte mir, wenn ich Beton in das rote Cabrio von Herrn Bohlen einfülle, wird es ihm danach vielleicht besser gefallen. Über Beton hätte er sich gefreut, Frau Schöneberger, das kann ich Ihnen sagen. Sie sagen dazu Beton. Aha. Vielleicht nennt Sie es Beton. Wenn Hühner haben Sie Nierensteine. Ja. Jetzt mal so, ich bin nach Mallorca gefahren und habe in das rote Cabrio von Dieter Bohlen hineingepinkelt. Aber wo da genau? In das Benzin, in den Tank. Ja!